Hey ho, ich bin Robin. Ich mag heute mit euch einige Tage vor dem 8. März eines der Hauptthemen feministischer Kämpfe überhaupt besprechen, den Schwangerschaftsabbruch. Und ich mag dabei gar nicht so sehr auf die ganzen medizinethischen Komponenten eingehen oder ja, die philosophischen Aspekte generell, wann ein Mensch ist, eine Person ist und wie das moralisch irgendwie zu bewerten ist, all das, sondern mehr auf die gesellschaftlichen, politischen Strukturen dahinter eingehen und wie die Gesetzeslage in Deutschland ist, wie sie historisch gewachsen ist und vor allem, welche Konsequenzen es hat für ungewollt Schwangere. Das alles mag ich gerne mit euch besprechen. Es wird ein langes Video, einfach weil es Raum braucht. Und ihr könnt einfach mit den Kapiteln springen, wohin ihr wollt, aber schnappt euch einen Tee. Es wird ausführlich heute und ich freue mich sehr, dass ihr in die Debatte mit mir einsteigen wollt. Holt euch einen Tee, es geht direkt los. Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sind eine Straftat weiterhin und werden geregelt im Strafgesetzbuch. Dabei stehen sie direkt hinter Mord, Totschlag und so geschäftsmäßig ausgeführte Suizidbegleitung. Das wäre ein super spannendes Thema. Lasst mich gerne wissen, ob ihr darüber mein Video sehen wollt. Das ist wirklich wichtig und ja, super spannend einfach auch, aber heute wirklich nicht. Aber lasst es mich gerne wissen. Und ja, so Schwangerschaftsabbrüche sind geregelt in verschiedenen Abschnitten der Paragraphen 218 und 219. Der 218er regelt so die Rahmenbedingungen, denn wie gesagt, ein Schwangerschaftsabbruch ist erstmal immer strafbar, aber die Strafe kann ausgesetzt werden, wenn bestimmte Regelungen eingehalten werden. Und der 219er und vor allem der 219a richtet sich so an das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche und besonders an Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. In Deutschland sind es jährlich 100.000 ungewollt Schwangere, die sich für einen Abbruch entscheiden. Und dabei müssen sie, wenn sie eben eine Strafe aus dem Weg gehen wollen, verschiedene Regelungen einhalten. Das heißt, du musst den Abbruch durchführen lassen bis spätestens zur 12. bzw. 14. Schwangerschaftswoche. Du brauchst eine Pflichtberatung und es gibt eine Pflichtwartezeit von weiteren 3 Tagen nach der Beratung. Und der Abbruch muss durchgeführt werden durch eine ausgebildete Ärztin. Das sind so die Rahmenbedingungen für Deutschland. Und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, welche Konsequenzen das hat und wie das so zu bewerten ist. Schwangerschaftsabbrüche sind ein sehr häufiger Eingriff. Also jede sechste bis siebte gebärfähige Person entscheidet sich im Laufe ihres Lebens einmal für einen Abbruch. Und das steht in so einem scharfen Kontrast dazu, dass Abbrüche in Deutschland an den Universitäten nicht oder kaum unterrichtet werden. Also es wird darauf eingegangen, was so die rechtlichen Rahmenbedingungen sind und auch die medizinethischen Aspekte darin. Und das ist wichtig und spannend. Aber so das eigentliche Handwerk darin wird, wie gesagt, kaum mehr unterrichtet. Und das ist so heftig, dass sich angehende MedizinerInnen eben selbst informieren müssen, wie das eigentlich vonstatten gehen kann oder in so selbstorganisierte Workshops gehen müssen, um eben dieses Handwerk dahinter zu lernen. Und das führt dazu, dass eine Versorgungslücke auch in Deutschland und auch in deutschen Großstädten immer größer wird. So groß, dass Ärztinnen, die den Abbruch durchführen, weit bis übers Rentenalter hinaus noch weiterarbeiten müssen, einfach weil der Nachwuchs fehlt, weil es eben an den Unis nicht unterrichtet wird. Das ist so der eine große Punkt, der am Ende auf dem Rücken der ungewollt schwangeren Personen landet. Also das geht mit Konsequenzen einher am Ende. Und in Italien ist es so, dass etwa 70% aller Ärztinnen den Abbruch nicht durchführen aus religiösen Gründen. Und auch in Europa mit seinem Rechtsruck und ja, einfach rechten Kontinuitäten, die gerade sichtbarer werden und konservativen und rechtspopulistischen Kräften, die sichtbarer werden, verschärft sich die Versorgungslage und die Bedrohungslage für auch Ärztinnen tatsächlich. Also es ist nicht so, dass es nur, wie ihr das vielleicht aus so US-amerikanischen Filmen kennt, dass sich da so AbtreibungsgegnerInnen vor den Praxen versammeln, sondern dass auch in Deutschland, vor allem in den letzten Jahren, auch explizit Ärztinnen angegriffen wurden von der Rechten. Also dass viel Informationen gestreut wurden, aktive Desinformationskampagnen im Rahmen so einer antifeministischen Ausrichtung. Und das ist heftig, das kommt mit, wie gesagt, Konsequenzen einher. Auch in Deutschland und auch in Österreich gibt es immer noch Menschen, die sich sehr gegen den Schwangerschaftsabbruch als Thema und als Menschenrecht wenden und, wie gesagt, so aktive Desinformation verbreiten. Also dann zum Beispiel angebliche Embryonen in der 13., 12. Schwangerschaftswoche zeigen, die eigentlich schon Föten sind in der, was weiß ich, der 21. Woche. Oder die einfach sehr, sehr viele Ressourcen, viel, viel Geld darin stecken, so Desinformationen online zu streuen. Und das ist eine Bewegung, die größer wird gerade und sichtbarer wird, beides. Es geht so weit, dass der Paragraph 219a, der also schon eine Weile besteht, gerade
gefürchteter wird quasi, weil es so eine riesige Rechtsunsicherheit gibt, was eigentlich alles unter so einem Werbeverbot zählt. Und das ist schwierig, weil das ganz viele Ärztinnen, die den Abbruch durchführen, das veranlasst, die Informationen auf ihren eigenen Websites runterzunehmen. Und das ist eigentlich, also ich finde diesen Begriff von Werbung so schwierig. Ich verstehe schon, wie der juristisch gemeint ist, aber es geht ja nicht darum, dass du 2 Abtreibungen zum Preis von einer bekommst, sondern darum, dass du dich informieren kannst, was so die Methoden sind und ja, was eigentlich alles gerade möglich ist für einen Abbruch, wenn du einen brauchen solltest. Darum geht es ja nur. Also es geht ja nicht darum, dass dir aktiv Abbrüche gerade empfohlen werden. Christine Heinel hat Verfassungsbeschwerde eingereicht und ich bin super gespannt, was daraus werden wird und habe einfach so einen tiefen Respekt vor dieser Ärztin und ihrer Arbeit, ja schlussendlich für ungewollt schwangere Personen. Und gleichzeitig hat ihre Verurteilung dazu geführt, dass ganz viel Rechtsunsicherheit entstanden ist. Also der Paragraph 219a ist schon älter und gleichzeitig hat er jetzt erst so wirklich viel Aufwind bekommen, weil eben so rechte Kräfte und sogenannte LebensschützerInnen ihn bewusst genutzt haben, also bewusst Listen erstellt haben von Ärztinnen, die Abtreibungen durchführen, bewusst vor irgendwelchen Praxen stehen und bewusst Ärztinnen angeklagt haben schlussendlich und oder gemeldet haben. Und das ist heftig. Das ist super krass und es ist halt so krass, dass viele Ärztinnen inzwischen diese neutralen, sachlichen Informationen einfach runternehmen, die von ihren Websites, die so wichtig sind, einfach aus dieser Rechtsunsicherheit heraus und aus der sehr berechtigten Sorge heraus, dass sie verurteilt werden könnten. Das ist sehr, sehr heftig. Und das ist eben in den letzten Jahren nochmal deutlich erstarkt durch die sogenannte neue Rechte und sogenannte LebensschützerInnen. Und es ist heftig, dass es so Websites gibt. Also wenn du gerade ungewollt schwanger bist und nach Abbrüchen suchst und Methoden suchst und wie überhaupt das alles funktioniert, dann landest du unter den allerersten Suchergebnissen bei Google eben auf so ja, antifeministischen Seiten, die super professionell aufgemacht sind und gleichzeitig Fehlinformationen streuen, sehr bewusst streuen und antifeministische Informationen streuen. Und das ist gefährlich, eben in der Kombination damit, dass Ärztinnen diese seriösen Infos gerade nur noch eingeschränkt geben können oder da Sorge haben müssen. Ja. Eine dieser Seiten ist zum Beispiel Pro Femina, die sehr bewusst einen Namen gewählt haben, der nahe ist an der Beratungsstelle Pro Familia und die eben so Desinformationen streuen und die aus einer ganz klaren, ja, rechten Ecke agieren, schlussendlich. Die Bundesärztekammer hat inzwischen versucht, so dagegen zu wirken, indem sie eine Liste gemacht hat mit Anlaufstellen oder eine Liste von Ärztinnen, die Abbrüche durchführen. Und das sind aber so 1200 etwa aktuell. Und das basiert eben aus einer freiwilligen Meldung heraus. Also sind bei weitem nicht alle Ärztinnen, weil es eben gerade auch super gefährlich ist und anstrengend ist, also sich da eintragen zu lassen einfach und da sichtbar zu werden als Ärztin, die Abbrüche durchführt. Und das geht, wie gesagt, am Ende auf Kosten von ungewollt schwangeren Personen. Die Sache ist die, wenn wir Schwangerschaftsabbrüche kriminalisieren, ins Strafgesetzbuch mit aufnehmen, das heißt erstmal unter Strafe stellen und dann nur nicht Strafe ausüben, wenn du eben bestimmte Kriterien einhältst, dann geht es mit Konsequenzen einher. Und wenn dann zusätzlich noch die Informationsmöglichkeiten so sehr verengt werden, dass du nicht mehr herankommst an sachliche, medizinisch fundierte Infos, dann geht es mit Konsequenzen einher. Rigide Abtreibungspolitiken führen nicht dazu, dass es weniger Schwangerschaftsabbrüche gibt, sondern dazu, dass die Schwangerschaftsabbrüche, die dann durchgeführt werden durch eigene Hand oder wenig ausgebildete Dritte, unsicherer werden, medizinisch gefährlicher werden und im Zweifelsfall eben auch zu Toden führen können. Und diese Tode können durchaus als Feminizide bezeichnet werden, weil eben strukturelle Rahmenbedingungen dazu führen, dass das so gemacht werden muss schlussendlich. Gerade beim Thema Abtreibung gibt es wahnsinnig viele StellvertreterInnenkämpfe, insbesondere durch fundamentalistische Kräfte, durch konservative Kräfte und durch rechtspopulistische und ihre ja, antifeministische Allianzen am Ende. Ich würde über diese Allianzen unglaublich gerne ein Video machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Lust darauf habt. Ich hätte große Lust darauf, weil ich es so spannend finde und es einfach stärker wird gerade. Und es ist so wichtig, darüber zu reden. Also die spielen damit rein und geben eben, wie gesagt, in so eigentlich StellvertreterInnen kämpfen ihren Senf ab, spielen damit rein, nehmen das Thema Abtreibung unglaublich gerne mit auf ihre Agenda und eigentlich geht es dabei mehr um Bevölkerungspolitik, Bevölkerungskontrolle, um Biopolitik, um ja, die Fortsetzung patriarchaler Kontinuitäten, also wie Familienbilder auszusehen haben,
wie Rollenbilder sein sollen, Geschlechterrollen sein sollen, wie inwiefern Flinters überhaupt fähig sind, rational zu handeln und Entscheidungen zu treffen. All das spielt damit rein und wird eben unter diesem Deckmantel der Abtreibungskritik mit aufgefangen aus einer konservativen Ecke heraus. Und da gibt es zwei große Fokusse. 5 Jahre Latein und trotzdem kein Peil, keine Ahnung, Fokus. Einmal das Thema Spätabtreibung, das tatsächlich einen super, super geringen Anteil aller Schwangerschaftsabbrüche einnimmt. Also da gibt es eine Verzerrung durch die Rechte, was die tatsächliche Relevanz betrifft und die tatsächlichen Zahlen, die da entstehen. Und zum anderen ein ganz großer Fokus auf dieses Narrativ, dass ganz viele ungewollt schwangere Personen eben abtreiben und das später auf jeden Fall bereuen. Also auch da wird die Zahl der Personen einfach deutlich höher eingeschätzt, deutlich verzerrter abgebildet, als es tatsächlich der Fall ist. Und gerade dieses Argument wirkt also mit rein bis in die Mitte der Gesellschaft gerade. Und ich glaube, ja, ich denke, nachher werde ich noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wenn die Zeit ist. Aber das sind so die zwei Hauptpunkte vor allem, die damit angegriffen werden. Dieser stellvertretende Charakter zeigt sich ziemlich deutlich darin, wie die Debatte geführt wird um das Thema Abtreibung und ja, wie einfach so die Argumentationslinien sind. Also dass es wirklich eher um eine weitere Stabilisierung eines patriarchalen Rollenbildes geht und patriarchale, traditionelle Familienbilder schlussendlich. Und dass es viel geht um eine Kontrolle von cis-weiblichen Körpern, um die Kontrolle von trans- und oder non-binary-Körpern. Und das ist auch bei dieser ganzen Debatte um Erziehung an Schulen, um eine diversere Identität, diversere Sexualität herum, also viel, viel weniger geht um eigentliche Bedarfe von Kindern und Jugendlichen darin, sondern eher um rechtskonservative Vorstellungen von Familienbildern und Identität und Rollenbildern. All das spielt da eigentlich mit rein. Es wird dann besonders deutlich einfach, wenn sich genau diese AkteurInnen neben dem Schwangerschaftsabbruch nicht mehr für Kinderrechte interessieren, also da nicht aktiv arbeiten und nicht daran arbeiten, wie wir in der Gesellschaft Adultismus, also die strukturelle und institutionelle Diskriminierung von Kindern abbauen können zum Beispiel. Das zeigt sich darin, dass diese AkteurInnen sich nicht dafür interessieren, wirklich Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit abzubauen. Das alles wird sehr, sehr deutlich sichtbar darin und zeigt einfach, wie sich eben die Rechte und die Konservative einfach diesem Thema Schwangerschaftsabbruch da so strategisch instrumentell, ist das ein Wort, ja, ne? Instrumentell annehmen einfach für eben ihr eigenes Wertesystem darin. 16 Jahre konservative Regierungen sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen oder an der Abtreibungsdebatte. Und das ist so tragisch und eigentlich ist dieses Wort zu klein, dass selbst, also viele Gynäkologinnen das eigentliche Ausmaß einer operativen Abtreibung gar nicht richtig einschätzen, das viel größer einschätzen, diesen Eingriff, als er tatsächlich ist, rein medizinisch gesprochen gerade. Und es ist schwierig, dass selbst Gynäkologinnen, also natürlich ja nicht alle links sind oder auf jede Pro-Choice-Demo gehen, aber dass selbst viele Gynäkologinnen diese Angst in sich haben, wie sie auch gesamtgesellschaftlich immer noch existiert und sehr diese Fristenlösung mitbefeuert, dass Personen, die abgetrieben haben, das später bereuen könnten. Für dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom gibt es halt keine richtige Studienlage, die das so belegt. Das ist schwierig. Und gleichzeitig raten wir Personen, die gewollt schwanger sind und gebären wollen, nicht davon ab, diese Schwangerschaft auszutragen, nur weil es ein und da tatsächlich nachgewiesenes, in Studien nachgewiesenes Syndrom gibt, eine postpartalen Depression herum, eines Babyblues herum, diese Schwangerschaft dann auszutragen. War das ein deutscher Satz? Ich glaube, ihr habt mich verstanden. Also das wird ja dann nicht gemacht. Das ist so, also da geschehen Verschiebungen. Und das ist super spannend, wie groß eben dieses Reueargument gemacht wird und wie es eben nicht nachgewiesen ist in Zahlen. Und gleichzeitig wie wir aber dann nicht dafür sorgen, dass es einfach einen breiteren Rahmen gibt, ein breites Angebot für Menschen, die am Zweifeln sind tatsächlich oder die tatsächlich am Struggeln sind und tatsächlich es bereuen. Also ich glaube jeder Person, die sagt, ich hatte einen Abbruch und mir ging es scheiße danach oder die tatsächlich in so eine Depression gefallen sind. Ich glaube den Leuten, das Ding ist nur, dass es von der rechten
deutlich größer gemacht wird, als es tatsächlich ist. Und ich glaube, es ist halt dann nicht der Move zu sagen, okay, dann müssen wir Abtreibungen oder die Abtreibungsgesetze noch rigider handhaben, sondern dann braucht es eben mehr psychologische Unterstützungsangebote tatsächlich, mehr Beratungsstellen für Menschen, die zum Beispiel eine anonyme Geburt brauchen oder auch eine vertrauliche Schwangerschaft brauchen. Da braucht es ein breiteres Angebot an Kassensitzen für psychologische Unterstützung, all das. Aber darauf wird dann eben kein Wert gelegt und das ist auffällig. Die Ampelkoalition hat schon darauf verwiesen, dass sie den 219er, den 219a jedenfalls aufkündigen will. Mal schauen, was da passiert. Und also dieses Werbeverbot. Und gleichzeitig scheint es ziemlich aussichtslos jetzt gerade jedenfalls auch den 218er, also diese grundsätzliche Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen rauszunehmen aus dem Strafgesetzbuch. Einfach unter der FDP wird das nicht geschehen und auch gesamtgesellschaftlich ist da, glaube ich, gerade das Moment einfach nicht drin. Und das ist krass. Aber ich glaube, das passiert dann eben nach 16 Jahren konservativer Regierung auch. Das wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben. Das heißt, die feministischen Kämpfe darum, dass der Paragraph aus dem Strafgesetzbuch herausfliegt, werden weitergehen. Es braucht da weitere Mobilisierungen und ja, einfach eine gesellschaftliche Debatte darum. Und genau das mag ich gerne mit euch führen hier. Also schreibt gerne in die Kommentare. Ich finde das ein total wichtiges, spannendes Thema. Kanada hat es geschafft, das aus dem Strafgesetzbuch, oder das Äquivalent quasi, rauszunehmen und daran zu legen, wo es hingehört, nämlich in die medizinischen Leitlinien. Das gibt nämlich das Standesrecht durchaus her, dass es da eigentlich hingehört. Wir werden schauen, wie sich das in Deutschland weiterentwickelt, aber es fehlt einfach so eine große Mobilisierung und eine wirklich große Debatte auch über den 218er herum, die erst wieder hochgeholt werden muss, glaube ich. Die Fristenregelung gilt als eine sehr hart erkämpfte und immerhin als eine Kompromisslösung. Und gleichzeitig finde ich es super bedenklich und schade, dass wir die einzelnen Aspekte darin nahezu gar nicht mehr öffentlich diskutieren. Also dass es gar keine breite gesellschaftliche Debatte darüber gibt, wie sinnvoll wir sie eigentlich jetzt noch halten. Und das ist schwierig irgendwie. Also schwierig. Sie sagt erstmal, dass ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist, dann, wenn er bis zur 12. bzw. 14. Schwangerschaftswoche erfolgt, mit Ausnahmeregelungen, wenn du in eine Pflichtberatung gegangen bist und danach noch 3 Tage gewartet hast und wenn er durchgeführt wird durch eine ausgebildete Ärztin. Das ist so die Regelung dahinter, aber diese 12 Wochen und auch 14 Wochen werden also nahezu gar nicht mehr diskutiert. Und das ist irgendwie schade, denn sie bestehen erstmal auf einem Konzept, das sehr willkürlich ist und also jetzt keinen objektiven Ursprung hat oder irgendeinen natürlichen tatsächlich, sondern das ist entstanden aus einer katholischen Kirche heraus und aus einem Argument von Aristoteles heraus, der so um den Dreh dieser Frist quasi von einer Beseelung gesprochen hat. Und ja, das wird halt als Argument für diese Fristenlösung mitgenommen oder für diesen Wert darin. Und das finde ich schwierig in einer Gesellschaft, die ja eigentlich Staat und Kirche trennen möchte. Also wenn ihr dem Kanal folgt, dann wisst ihr schon, dass ich sehr atheistisch bin und meine auch Religionskritik habe, aber trotzdem in aller Sensibilität für religiöse Gefühle darin, finde ich es einfach schwierig, dass wir die Debatte darüber nicht mehr führen. Ich finde das ziemlich harten Tobak, ehrlich gesagt, dass wir auf dieser Grundlage Schwangerschaftsabbrüche, die später erfolgen, kriminalisieren. Also wir könnten ja auch einen anderen Wert setzen. Irgendwas zwischen zum Beispiel 12 und 24 Wochen, was auch immer. In der 12. Woche wird medizinisch erstmal davon ausgegangen, dass sich quasi die ganzen inneren Organe erstmal gebildet haben in einem Embryo. Aber was es dann heißt, wieso wir danach keine Abtreibung mehr durchführen lassen dürften, ist irgendwie ungewiss. Also es wird so gesagt, dass ein Fötus tatsächlich überleben kann, so mit medizinischer Unterstützung, so ab der 24., 25. Schwangerschaftswoche. Das könnte ein Wert sein, irgendwas zwischen 12 und 24 Wochen zum Beispiel. Das ist gerade relativ irrelevant, was da meine Position ist mit diesen Regelungen. Ich finde es nur, wie gesagt, schade, dass wir nicht mehr darüber diskutieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, über diese Frist, wieso sie gehalten werden sollte, was eure Argumente darin sind. Höre ich mir sehr, sehr gern an, aber ich finde es so heftig, wie sehr hier Kirche und Staat doch wieder miteinander verschränkt werden und die Trennung aufgehoben wird.
Der 218er wird auch als Klassenparagraf bezeichnet, nicht zuletzt deshalb, weil etwa 60% aller ungewollt schwangeren Personen sich für einen Abbruch entscheiden und dabei bereits ein Kind haben. Also da ihren Fokus auf ein bestehendes Kind richten wollen oder sich auch ein zweites nicht leisten können zum Beispiel. Und es ist ja völlig legitim, so diese Entscheidung zu fällen, da diesem bereits bestehenden Kind alle Ressourcen irgendwie erstmal geben zu wollen, finanziell, emotional, all das zeitlich. Und gleichzeitig muss eine Abtreibung in Deutschland erstmal selbst bezahlt werden. Das kostet zwischen 200 und 600 Euro dadurch, dass der Paragraph eben im Strafgesetzbuch verortet ist und nicht in einem Gesundheitssystem, wo er eigentlich hingehört, meiner Meinung nach jedenfalls. Das heißt, es gibt schon Härtefallregelungen, aber einige kennen das vielleicht von euch, wenn ihr eben dann knapp an dieser Einkommensgrenze vorbeischaut, dann ist das einfach trotzdem eine riesige finanzielle Belastung erstmal. Und wenn du diesen Härtefallantrag für dich nutzen kannst jedenfalls, wenn du dann Anrecht drauf hast, dann bedeutet das neben dieser weiteren Pflichtberatung und Pflichtwartezeit und einer super komplizierten Ärztinnensuche jetzt gerade mit einer schwierigen Versorgungssituation eben auch, dass du dich noch zusätzlich von einer weiteren Person outen musst mit diesem Schwangerschaftsabbruch. Und das kann mental einfach super belastend sein, da dich nochmal rechtfertigen zu müssen. Das alles in einem Rahmen, dass das alles eben bis zur 14. oder 12. Schwangerschaftswoche durch sein muss, auch bürokratisch. Schwierig. Und dass du eben manchmal nicht schon in der zweiten Schwangerschaftswoche weißt, dass du schwanger bist. Das alles kommt damit rein und trifft eben vor allem unterprivilegierte Personen. Wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, dann für einen leichteren Abbruch nach Österreich oder in die Niederlande zu fahren, macht das mehr Probleme auf einfach nochmal. Oder wenn du eben keine Möglichkeit hast, dein schon bestehendes Kind betreuen zu lassen, weil die finanziellen Ressourcen nicht da sind. Es ist so, also es geht einfach weiter in das Thema reproduktive Gerechtigkeit, auch hier, und ist einfach ziemlich happig. Wer aus welchen bevölkerungspolitischen Gründen auch immer mehr Kinder sehen möchte, müsste eben eine gerechtere Familienpolitik einführen, Elternschaft und auch Elternschaft, die über Cis-Hetero-Eltern weiter hinausgeht, attraktiver machen und Kinderrechte stärken schlussendlich. Aber es ist so schwierig, ungewollt Schwangere zu kriminalisieren und diese Auswirkungen, die hier mit da reinspielen, dass das gesetzlich so verortet ist, dass Abtreibung ein Strafbestand ist, das macht etwas mit uns, wie wir das alles einordnen. War das ein richtiger Satz? Habt ihr mich verstanden? Ich glaube schon. Aber das macht einfach was. Und wie gesagt, diese miserable Versorgungssituation auch in Deutschland und auch in deutschen Großstädten tut ihr Übriges. In Münster, was ja keine kleine Stadt ist, gibt es jetzt gerade sage und schreibe eine Person, eine Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und für alle weiteren musst du eben reisen und auch reisen können, dir das leisten können, irgendwo hinzufahren, um einen Abbruch durchführen zu können und gegebenenfalls auch nochmal da Übernachtungskosten irgendwie stemmen zu können. Dazu kommt noch als weiterer Punkt, dass etwa 20% aller Krankenhäuser in Deutschland in kirchlicher Hand sind und der Schwangerschaftsabbruch einer der allerwenigsten Eingriffe ist. Ich kann echt nicht mehr denken langsam. Einer der wenigen Eingriffe ist, die aus religiösen Gründen auch verneint werden können quasi, die eine Ärztin nicht ausführen muss, wenn sie das nicht möchte, was einfach zu weiteren Hürden führt tatsächlich. Ein anderer Eingriff dieser Art ist dann noch eine Sterilisation für alle, vor allem Cis-Frauen unter 35. Und das sind einfach so patriarchale, Kontinuitäten schlussendlich, die da weitergeführt werden und die eben darauf bestehen, auf diesem Denken, dass Flinterpersonen keine rationalen Entscheidungen für sich treffen können, also da nicht mündig genug sind schlussendlich. Mein Gehirn versagt langsam, aber wisst ihr, es ist so schwierig und gleichzeitig wird gerade daran sehr sichtbar, wessen Leben gerade eigentlich wertgeschätzt wird und welches Leben so in den Fokus genommen wird. Also an dieser Unterprivilegierung und der Behandlung von Menschen, die ärmer sind. Es geht auch darum, dass zwischen 1981 und, ich glaube, 2001, ich meine, das stimmt, lass mich kurz nachschauen. Ja, 2011 sogar, wow. 10.000 Transpersonen, die in der Transition gehen wollten, dazu gezwungen wurden, sich zwangsweise sterilisieren zu lassen. Also es geht viel um Bevölkerungspolitik und wessen Leben eben wertvoll ist, wer sich quasi gewollt fortpflanzen darf und soll und wer nicht. Also da steckt so viel Biopolitik drin und gleichzeitig wird das ganz oft auch gerade von
rechten und populistischen Parteien genutzt, um so eine rassistische Komponente mit reinzubringen, wer eben dann wieder nicht viele Kinder haben soll. Also es ist sehr, sehr politisch aufgeladen einfach und kommt am Ende mit sehr harten Konsequenzen einher für ungewollt schwangere Personen. Neuer Chai, neue Energie. Am Ende gibt es zwei Alternativen zu illegalisierten Schwangerschaftsabbrüchen nach dem dritten Monat. Nämlich entweder, dass du doch eine Ärztin findest und nicht kriminalisiert wirst und ja, keiner Strafe bedroht wirst quasi. Oder eben, dass du eine Schwangerschaft ungewollt austragen musst. Und das wird so oft in den Raum geworfen, dass man ja auch immer noch irgendwie ein Kind zur Adoption freigeben kann. Aber es geht halt völlig daran vorbei, dass es eine mentale, also eine massive mentale Belastung sein kann, jedenfalls ungewollt ein Fötus austragen zu müssen, ein Kind schlussendlich austragen zu müssen. Und es geht auch daran vorbei, dass tatsächlich das gesundheitliche Risiko eines Abbruchs geringer ist als das einer Geburt. Und es ist schon hart irgendwie, das so einfach so vorzuschlagen, als wäre es so einfach irgendwie halt ungewollt durch eine Schwangerschaft gehen zu wollen, gehen zu müssen. In dem Fall und dann ja das Kind ja einfach freigeben zu können. Es wird ihm nicht so richtig gerecht. Die WHO spricht davon, dass es jährlich und weltweit etwa 25 Millionen unsichere Abbrüche gibt. Das ist fast die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche. Und unsicher heißt hier, dass sie eben durchgeführt wurden durch Dritte, die nicht geschult sind in Schwangerschaftsabbrüchen oder eben durch unsichere Methoden entstehen durch eigene Hand. Und weiter gibt es jährlich etwa, da schwanken die Zahlen mehr zwischen, lass mich kurz schauen, 23.000 und 70.000 Toten tatsächlich, die eben unter so unsicheren Abbrüchen sterben. Und das ist eine sehr, sehr hohe Nummer, die einfach strukturell bedingt ist, weil es eben unter Haft teilweise oder anderen Strafen gestellt wird. Und es dann, wenn so ein Schwangerschaftsabbruch eben kriminalisiert wird und Strafen drohen, nicht so einfach ist, dann in ein Krankenhaus zu gehen, wenn gerade irgendwas schiefläuft. Das ist eine riesengroße Zahl an Toten, die einfach vermieden werden könnten. Ich habe jetzt im Video immer mal wieder die Pflichtberatung angesprochen. Vielleicht gucken wir noch mal kurz da drauf. Es geht um die Schwangerschaftskonfliktberatung, die zwangsläufig gemacht werden muss, wenn du ungewollt schwanger bist und eine Abtreibung haben möchtest. Und diese Pflichtberatung findet statt in öffentlicher Hand oder auch in freier Trägerschaft quasi, also auch kirchliche Stellen sind damit drin und die sollen eigentlich ergebnisoffen und neutral geführt werden. Und die Erfahrung ist aber, dass das nicht immer der Fall ist. Also für manche sind diese Pflichtberatungen hilfreich, auf jeden Fall. Und können auch einfach nochmal das Bild schärfen, neue Möglichkeiten, Perspektiven aufzeichnen. Gerade irgendwie auch, wenn es um eine Sozialberatung geht zum Beispiel, kann das von Menschen als hilfreich wahrgenommen werden. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch Stimmen, die diese Zwangsberatung, die es ja am Ende ist, einfach sehr entmündigend erleben. Also wie gesagt, 70% der Personen gehen da schon mit einem festen Willen rein, mit einer festen Entscheidung rein, haben sich vorher schon mit ihnen nahen Personen ausgetauscht und müssen sich jetzt einer ganz fremden Person nochmal vorstellen quasi, ihren eigenen Körper quasi begründen, ihre Entscheidung begründen darin. Und da gibt es natürlich eine Machtstruktur. Also du bist ja in einem Setting, in dem es unsicher ist, ob du diesen Beratungsschein dann tatsächlich am Ende bekommst oder nicht oder ob du eben nochmal vorgeladen wirst. Und das kann einfach, gerade wenn du schon entschlossen bist, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, einfach nochmal eine weitere emotionale Belastung darstellen. Das ist schwierig. Und dann kommt eben dazu, dass, wie gesagt, nicht alle diese Beratungen tatsächlich neutral sind, sondern dass es auch Erfahrungen dazu gibt, dass sehr manipulativ gearbeitet wurde, einfach und bedrängend gearbeitet wurde, dass du eben die Schwangerschaft behalten solltest. Und das ist schon einfach sehr, sehr heftig. Sehr heftig, Punkt. Ja. Ich weiß nicht, unabhängig von dieser ganzen Fristenlösung können wir uns vielleicht für heute darauf einigen, schreib es mir gerne in die Kommentare, dass es halt wichtig wäre, eine Beratungsmöglichkeit anzubieten und eine, die eben auch so diese sozialen Faktoren mit reinnimmt, die barrierearm ist, die in mehreren Sprachen funktioniert, die tatsächlich neutral ist und fundiertes medizinisches Wissen mitgibt quasi, was das eigentlich alles bedeutet, welche Möglichkeiten es gibt, all das. Aber es ist halt schwierig, wenn du flinterst,
dass man nicht zutraut, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können und dass sie tatsächlich rational genug sind dafür und das schon hinbekommen. Es ist schwierig, so eine Pflichtberatung da mit reinzugeben, die einfach auch super belastend nochmal sein kann. Zusätzlich auch die WHO schätzt es so ein, dass das eine zusätzliche Belastungssituation darstellen kann. Also eben gerade durch dieses Gatekeeping, das da geschehen kann einfach. Ja. Entstanden ist das Abtreibungsverbot in Deutschland 1871. Das heißt, wir kämpfen seit 151 Jahren gegen diesen Rotz und die Konsequenzen, die das für das Leben auch ungewollt Schwangerer haben kann, schlussendlich. Und es war damals eine ganz klare biopolitische, ja, bevölkerungspolitische Entscheidung, die dann nochmal krasser wurde 1933 unter den Nazis, die dieses Werbeverbot auch nochmal mit installiert haben. Das heißt, der per Paragraph 219a kommt direkt aus der Nazizeit und wurde übernommen und also bis vor kurzem nicht in Frage gestellt. Krass, krass. Und ja, wurde einfach mit drakonischen Strafen versehen. Das heißt, wenn du Schwangerschaften angeboten hast, drohte dir die Todesstrafe schlussendlich. Das auf der einen Seite und das, wie gesagt, auch damals als ja, eine bevölkerungspolitische Maßnahme in Kombination mit so einem Denken von einem sogenannten angeblichen gesunden Volkskörper, der eben genährt werden müsste. Und Kinderreichtum, das genährt werden müsste, auch auf der Grundlage von vielen Kriegsverlusten später. Und dann gleichzeitig perfidermaßen eben massive Morde und massive Sterilisationskampagnen, Zwangssterilisationen an vor allem behinderten Personen. Das in der Kombination. Und es sind halt einfach, also das ist so heftig und es sind halt einfach Kontinuitäten, die sich jetzt auch in aktuellen populistischen Parteien durchziehen. Also wer eben Kinder haben darf und wer sich, wer das, Deutsch, wer das Recht quasi verliert, viele Kinder zu haben und wie das eben unter so Rassifizierungsprozessen und antifeministischen Allianzen geschieht, trägt es sich einfach fort bis heute und verschärft sich gerade, wird gerade noch mal deutlicher sichtbar und wird präsenter und gefährlicher. Punkt vielleicht. Und wie ging es weiter nach dem Krieg? In der DDR wurde 1972 diese ganz harte Strafe jedenfalls aufgehoben. Das heißt, der Schwangerschaftsabbruch wurde so jedenfalls halb legalisiert. Auch hier gab es eine Fristenlösung und eine Zwangsberatung, wobei die ein bisschen lockerer war als die Beratung heute. Und tatsächlich sind die Zahlen der Abbrüche ein bisschen gestiegen danach und dann wieder gesunken, nachdem es, oh Wunder, kostenlose Verhütungsmittel gab. Es ist manchmal so perfide irgendwie, wie es einfach so bevölkerungspolitisch läuft. Das war ein Katzenrad, das ich gerade weggesammelt habe. Es ist einfach so super fide einfach. Ja. Nach der Wiedervereinigung galt der Paragraph 218 für Gesamtdeutschland. Und tatsächlich hat die BRD dann die Fristenlösung der DDR übernommen. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche wurden straffrei, wurden nicht gefahndet bis zur 12. bzw. 14. Schwangerschaftswoche. Soweit. Ich finde, das ganze geschichtliche Thema und wie gesagt, wie Bevölkerung so kontrolliert wird, welches Monitoring da eingesetzt wird, super spannend tatsächlich. Und ich setze euch in die Infobox auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Artikel oder ich weiß gar nicht, ob es eigentlich eine Broschüre ist, der Bundeszentrale für politische Bildung, die diesen ganzen historischen Hintergrund in Deutschland nochmal richtig gut aufgearbeitet hat. Das würde heute das Video sprengen, aber es ist richtig, richtig spannend zu lesen. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr mehr über die Geschichte über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland wissen wollt. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Schaut unbedingt rein. Jetzt gerade gibt es unter diesem Backlash rechte und rechtspopulistische Positionen, auch in Europa, auch wieder eine Verschärfung. Einige Abtreibungsgesetze jedenfalls, gerade auch in Polen unter der Peace-Partei, die ich vorhin schon mal genannt habe, erzkatholisch und die sind jetzt dazu übergegangen, dass tatsächlich alle Abbrüche verboten sind. Es gibt jetzt eine Austragungspflicht mit allen Konsequenzen, die das eben hat für ungewollt schwangere Personen. Und die einzige Ausnahmeregelung ist da tatsächlich eine Schwangerschaft auf Grundlage sexualisierter Gewalt. Und ich wage ehrlich gesagt sehr, sehr stark zu bezweifeln, dass diese Ausnahme auch gilt, wenn diese Gewalt in der Beziehung oder in der Ehe stattgefunden hat.
traue ich der Partei einfach nicht zu. Aber das, ja, es geht einfach mit heftigen Konsequenzen einher und verschärft sich. Also es, ja, es ist irgendwie abzusehen, dass sich diese Gesetze auch in Polen nochmal weiter verschärfen, jetzt gerade in der näheren Zukunft. Jetzt gerade ist vor 3 Wochen eine ungewollt schwangere Person gestorben tatsächlich und wegen dieser Austragungspflicht. Und da haben sich nochmal ein paar Proteste mobilisiert. Aber so grundsätzlich sieht das sehr, sehr übel aus. Von Italien habe ich vorhin schon mal kurz berichtet, von Kanada auch. In den USA war es unter Trump, Überraschung, so, dass massive Gelder für Beratungsstellen für ungewollt Schwangere gestrichen wurden, mit allen Konsequenzen, die es trägt. Also Biopolitik geht eben wirklich so direkt an den Körper und auch an das Überleben von Personen. Und es ist so heftig, das mit zu beobachten einfach. Diese rigiden Regelungen wurden schlussendlich unter Biden dann wieder aufgehoben, aber es gab eben diese Zeit, in der es rigider wurde und die Kämpfe darin waren ja weiterhin. In Nicaragua ist der Schwangerschaftsabbruch komplett verboten und Ärztinnen können unter Haftstrafen gestellt werden, wenn sie Abbrüche durchführen. Und dann gibt es Länder wie Argentinien, erzkatholisch übrigens auch und trotzdem uns in einigen Sachen echt voraus, auch in Transrechten tatsächlich, die es geschafft haben, in ihrer eigenen Pro-Choice-Bewegung massive Mobilisierung auf die Straße zu bringen, massive Proteste für ein gerechteres Abbruchgesetz quasi und die sich jetzt hart eine Fristenlösung, eine Fristenregelung erkämpft haben und eine Regelung, die auch hier wieder weiter ist als die in Deutschland, in der Ärztinnen einen Abbruch durchführen müssen. Also nicht wieder aus religiösen Argumentationen heraus oder Vorbehalten heraus Abbrüche ablehnen dürfen, sondern die durchführen müssen als Teil einer medizinischen Leistung in einem Gesundheitssystem einfach, weil es so nah an den Körper geht. Also Biopolitik hat so viel damit zu tun, ob Leute überleben schlussendlich und wer überleben darf. Ich finde das immer noch so sehr, sehr mindblowing, immer wieder, wenn ich über solche Fälle stolpere. Ich fand diese Mobilisierung jedenfalls sehr, sehr beeindruckend und finde, dass wir viel daraus ziehen könnten, viel Kraft daraus ziehen könnten. Ich will euch alle am 8. März auf der Straße sehen und für Selbstbestimmung kämpfen. Mit Maske bitte. Und ja, ich finde es so beeindruckend und wichtig, solche Vorbilder zu haben tatsächlich. Ich finde, Lisa Mangold hat das ganz gut zusammengefasst, indem sie beschrieben hat, dass es ganz schön heftig ist eigentlich, frei zitiert gerade, dass es ganz schön heftig ist, dass wir es nicht skandalisieren quasi, dass die FDP sich so sperrt gegen eine Streichung des 218er und dass es jetzt gerade nur um den 219a geht vor allem. Also, dass sich da auch die Grünen und SPD nicht aufbäumen und mehr verlangen, müsste skandalisiert werden. Das ist so weit an der Oberfläche. Natürlich ist es richtig mies, wenn Gynäkologinnen nicht mehr richtig arbeiten können, nicht informiert aufklären können über Methoden, die sie anbieten können für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber es ist halt auch krass, dass das, was jetzt entstehen wird, höchstwahrscheinlich in der Ampelkoalition, dass es nicht die eigentliche Kriminalisierung angreifen wird und dass es da auch so gesamtgesellschaftlich gerade kein Aufbäumen gibt dagegen, sondern dass es irgendwie schon alles mitgetragen wird, ist also sehr, sehr bedenklich einfach. Es geht, wie gesagt, viel um Biopolitik. Es geht darum, auch wer am Ende tatsächlich überleben darf. Und es geht viel um eine reproduktive Gerechtigkeit. Also es geht darum, Kinder haben zu können und zu dürfen, wenn du sie haben möchtest. Es geht darum, dass ja so Kinderwunschbehandlungen möglich gemacht werden und eben auch nicht nur für cis-hetero, monogame Kleinfamilienpaare quasi, sondern in einer breiteren, diverseren Ebene auch und dass es Mobilisierung gibt dafür auf der Straße. Es geht um gerechtere Adoptionsverfahren und ja, wie gesagt, eine wirklich sozial gerechte Reproduktionspolitik, in der das alles möglich ist, in der Menschen auch informiert werden, wenn sie Medikamente einnehmen müssen, die eine Fruchtbarkeit verhindern zum Beispiel. Das ist nicht immer der Fall, dass tatsächlich dann gut aufgeklärt wird darin, dass Menschen Sachen wie Reproduktionsmedizin,
Adoption all das gestattet wird, auch wenn sie migrantisiert werden, auch wenn sie rassifiziert werden, auch wenn sie arm sind. All das spielt damit rein und muss weiter erkämpft werden. Es geht um eine echte soziale Gerechtigkeit darin. Das alles. Also es geht viel, viel tiefer als nur um den Schwangerschaftsabbruch. Und ich hoffe, ich konnte einigermaßen klar zeigen, dass das, wie gesagt, nicht allein darum geht, von rechten AkteurInnen da Kinder zu schützen gerade oder ungeborenes Leben, große Anführungszeichen darin, weil das ein sehr aufgeladener Begriff ist, tatsächlich ein sehr manipulativer Begriff ist, zu schützen, sondern dass da also einfach größere Machtstrukturen wirken, biopolitische Strukturen wirken. Das war's für heute. Ich glaube, das war mein allerlängstes Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr konntet was draus ziehen. Ich hoffe, ihr diskutiert mit mir, diskutiert fair mit mir. Und ich hoffe, dass wir ja einfach eine schöne Diskussion in den Kommentaren führen können miteinander. Passt aufeinander auf. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Abonniert den Kanal unbedingt, wenn ihr wollt. Und sonst sehen wir uns bald wieder. Habt es gut.